Shabbat Shalom, meine Freunde, hier ist der Phil, zurück zu Let's Play Sniper Elite War 2. What the fuck, ist das eine scheiß Mission? Ja, die Typen halten irgendwie mega viel aus, mein Computer ist am Lecken und ich pack's kein Meter mehr irgendwie. Naja, wir legen wieder los, ich meine, ich habe ja keine andere Wahl, wir müssen wieder da anfangen. What's solid, ne? Ich könnte mich natürlich auch irgendwo hinschleichen und von da die Leute ownen, vielleicht von der Badewanne aus. Wäre das nicht eine Idee? Nein, wir ownen die ganzen Typen so einfach. So, dann wäre der hier da weg und dann müssen wir noch den hier ownen. Und dann haben wir schon mal die ersten drei geschafft, das ist nicht schlecht. Okay, Leute, wir schaffen das. Bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ich meine, ich stelle mich auch ziemlich dumm an, das ist natürlich logisch. Ich werde dich finden, ja. Das glaube ich wohl weniger. Ja, ich gebe den Headshot, so sieht's aus, meine Freunde. So, es ist wunderbar, aber es ist halt eine Scheißmission. Also eine schwierige Mission im Verhältnis zu den anderen, meine ich einfach. Weil man in dem Spiel halt auch nichts aushält. Man bekommt einen Headshot, ohne dass man irgendwas machen kann. Und man meine Gegner nicht sehen. Also ich kann die Gegner nicht sehen. Irgendwo hier Gegner? Irgendwo? Ich meine, die schießen alle auf mich, deswegen müssen die irgendwo herkommen, aber woher kommen die? Das frage ich mich immer, doch. Da drüben wäre einer. Den hätte ich markiert. Gut. Ja, komm schon raus, meine Freunde. Komm schon raus, mein Freund. Da bekommst du einen Headshot. Ist ja kein Thema. Ich meine, das ist ja, geht ja ganz schnell, einfach ganz flott in den Kopf rein. Okay, das war jetzt mein kleinstes Problem. Aber das sind dort drüben Leute und dort drüben Leute, die mich einfach nerven. Genau das meine ich. Wo kommt das Ganze? Von dem Typen. Ja, den habe ich schon gefressen da, die Sau. Kann ich überhaupt nicht haben, den Typen. Okay, das wäre, glaube ich, schon mal der schwierigste Feind. Einen schönen Herzschuss. Oh, oh, Herz allerliebst. Das gefällt mir doch sehr gut. Naja. Ich weiß nicht, die sehen mich, ich sehe die nicht. Da schaut jemand raus mit seinem Kopf. Hier. Den hätten wir auch geschafft. Das ist auch kein Thema. Ah, Herz allerliebst. Das gefällt mir doch sehr gut. Das gefällt mir einfach. Ach, das ist einfach. Da drüben ist noch einer. Ja. Badum. Das macht immer schon so schön. Bing. Wenn man die ownt. Das finde ich sehr toll. Gefällt mir sehr gut. Herz allerliebst. Okay. Ich würde sagen, wir bewegen uns wieder Richtung. Richtung diese Richtung. Ach, da ist noch einer. Okay. Ja, wenn ich das vorhin schon gewusst hätte, dann hätte ich den natürlich vorhin schon geownt. Aber gut. Ding! Habt ihr es gehört? Das ist so geil. Stehe ich voll drauf. Naja. Sonst noch jemand? Da drüben. Ich habe dich aber gesehen. Komm. Du stehst hinter diesem Mauerdingens. Ach, wenn die in Bewegung sind, ich weiß nicht, die sprinten auch immer so schnell. Die sind irgendwie so Speedy Gonzales-mäßig, sprinten hier durchs Bild. Das ist alles nicht so mein Ding irgendwie. Da an der Treppe und so. Kann überhaupt nicht haben, die Typen. Oh oh. Jetzt wird's wieder knapp. Autsch. Von wo? Von da? Ach, wunderbar. Ja, das ist auch die Sonneneinstrahlung spielt auch noch eine Rolle, weil das dann auch schwieriger ist, sie zu sehen und so. Da sind noch einige unterwegs, meine Freunde. Ich muss mich jetzt hier mal in Deckung bewegen. Weil die mich sonst ziemlich schnell wegownen, bis ich schauen kann, haben die dann mich schon geownt. Aber den habe ich getroffen in Bewegung. Ja, so muss das sein, Freunde. Das ist einfach, das ist Skill, das ist Philipp und so, wie wir ihn haben wollen. Aber wie geht's denn weiter? Da unten sehe ich Munition, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Noch wo Gegner? Ich packe jetzt lieber mal zur PPSH 41. Einfach, weil ich da Bock drauf habe, weil ich Angst habe, dass da noch Leute... So wie ich die Musik hören kann, sind da noch irgendwo Leute unterwegs. Und deswegen möchte ich einfach... Ruckel, ruckel, neue Map aufbaut. Das ruckelt dann das Spiel so unglaublich rum. Das ist wirklich sehr, sehr komisch, aber ich kann es nicht ändern. Da drüben, ich wusste es. Stirb! War's das? Er lebt noch. Die Sau! Aber jetzt haben wir ihn geownt. Okay. Jetzt, das war der letzte noch, jetzt okay, dann ist ja alles wunderbar. Dann gefällt mir alles sehr gut. Hier nochmal Munition, das finde ich vorzüglich. Vorzüglich finde ich das, meine Freunde. So, hier nochmal lieber herumschauen. Hier ist, glaube ich, ziemlich safe.
Die Deutschen hatten das Zimmer verwüstet, alle Papiere gestohlen oder verbrannt. Aber es musste hier etwas Hilfreiches geben. Nimm doch das Buch, das auf dem Tisch liegt, mein Gott. Es ist ein alter Trick, aber ein guter. Oh, jetzt fuckt er seine Special Skills aus, meine Freunde. Treffer. Das muss der Wolfs Fluchtplan sein. Aber vor meiner Verabredung mit diesem Wahnsinnigen musste ich den V2-Staat aufhalten. Hier fand ich keine Hilfe. Meine einzige Chance, das Ministerium auf der anderen Seite des Platzes. Das Ministerium auf der anderen Seite des Platzes. Und neue Gegner sind auch am Start. So, Leute, wir werden failen, das weiß ich jetzt schon. Da kommen sie doch schon. Eine vorzügliche Waffe, die mir gefällt. Mit 71 Schuss im Magazin. Kann die Gegner einfach totsprayen, das finde ich ganz geil. Das geht mir immer auf die Eier hier, sowas. Das ist doch ein Sniper-Spiel und kein nicht SMG dich tot zu MP7 leid wie bei MW3. Das ist es doch nicht eigentlich. Normalerweise. Also, denke ich mir immer. Aber anscheinend ja doch. Okay, der erste Panzer bzw. Frachter, Gegner-Frachter wäre dann schon mal down. Und dann könnten wir uns einfach weiterbegeben. Oh. So viel zum Thema. Auf jeden Dach ein Sniper-Rafuzzi-Tubi, der irgendwie jetzt nicht sterben will. Du lebst knapp, mein Freund, du lebst knapp. Auf dünnem Eis bewegst du dich, der Yogi sagen, ne? Weiter geht's. Ich weiß, dass hier noch Gegner sind, das ist mir ganz klar. Aber wo? Ah, wir begeben uns jetzt mal nach da unten, da muss ich einfach mal hinschauen. Einfach mal zum Scheiß, weil hier Munition liegt. Oh, jetzt habe ich sie aber gehört, du. Ja. Findet ihn! Oh, jetzt hat er mich aber gesehen, du, oder? Kannst schon mal nicht fressen, du alter Sack. So. Ja, stirb doch, mein Freund. Unglaublich sowas. Ja, wenn die ihnen zu Hilfe kommen, das wäre für mich nicht schlecht. Ha, voll in den Arsch. In die Rosette gesemmelt, meine Freunde. Oh, Mann. Ja, wisst ihr, ich habe einen PC mit 4,2 GHz mal 4, aber lecken tut das trotzdem. Die Grafikkarte ist eine 560 Ti, das heißt, die ist von Anfang an overclockt, aber lecken tut das Spiel trotzdem. Das kann nicht an meinem PC liegen irgendwie, das kann ich nicht glauben. Das glaube ich nicht, das kann nicht sein, doch. Oh. Wirst schon sehen, was du vorne hast, auf mich zu schießen. Ja, durch den Betonblock kann ich noch nicht schießen. Könnte ich gerne, aber kann ich nicht. Ah, aber dann vorbei kann ich schießen. Er ist hier irgendwo. Ja, und du bist auch hier irgendwo. Und genau hier. Boah, war der epic. Bewegender Kopfschuss, 1225 Punkte. Habt ihr das gesehen? What the fuck, war der episch. Ich bin so ein verdammter Hardcore-Skiller. Das ist unglaublich. Okay. Wo muss ich überhaupt hinlaufen? Wo? Ah. Okay, nach da drüben. Kein Thema, schaffen wir... Ach, da ist der gelbe Punkt. Den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Wir bewegen uns mal wieder Richtung das Häuschen hier. Und schauen einfach mal, ob wir hier irgendwie was machen können, reißen können. Geht's noch hier mal nach weiter oben? Oder ich habe das Gefühl, man kann auch hier weiter. Oder ist hier vielleicht nur Munition oder so, etwas in der Art? Oder vielleicht auch geht's hier auch weiter? Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch wieder hier sehr schön gemacht, muss ich sagen. Das ist immer so. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde das sehr schön gemacht. Naja. Bewegen uns weiter. Pipapo, was laberst du? Bewegen uns über. Ich kann heute nicht mehr sprechen, Leute. Ich bin einfach zu dumm zum Sprechen. Das ist einfach so. Okay. Ich bin ja auch Gymnasier. Gut. Noch eins nach oben oder da entlang? Sieht so aus, als ob mir... Oh, nein. Die Karte zeigte alle möglichen Startplätze rund um Berlin. Nur einer war noch in Betrieb.
Und auch von den Russen besetztem Gebiet. Köpenick. Das musste er sein. Okay, wir müssen also nach Köpenick. Da habe ich auch mal ein schönes Buch darüber gelesen, ne? Also ein Theaterstück. Was heißt schön, aus der von der Schule halt. Musste ich lesen. Wollte das gar nicht. Haben die mich gezwungen für in der Schule. Unfair sowas. Ich weiß, aber ich konnte es nicht ändern. Wie lebt sich eigentlich mit einer Kugel im Kopf? Das wollte ich schon immer mal wissen, aber gut. So. Wir müssen in dieses Fenster rein, wie ich das sehen kann. Gut, wir sind zwar noch nicht Spider-Man, aber wir können ein bisschen klettern, das weiß ich. Aber ich denke mal, wir müssen Edos Haus dorthin. Ich möchte jetzt trotzdem mal nach da oben schauen. Einfach, weil ich wissen will, was hier ist. Aber hier ist irgendwie nichts. Ja, das ist auch komisch, immer diese sinnlosen Räume. Hier ist Munition zum Beispiel. Ach, wunderbar. Und zwar so viel Munition, wie wir uns nur vorstellen können. Ach, wir müssen sogar hier entlang. Ja, komm nur her. Aber wo bist denn du? Da ist einer. Voll die linke Ratte hier. Jetzt stirb doch endlich. Ah, der geht so ins Bein, der Schuss, weil ich so dermaßen auch... Oh, finde ich toll. Von da auch noch, den habe ich gesehen. Oh, leicht drüber. Leicht vorbei, leicht drüber. Oh, oh, jetzt sterben wir gleich. Ah, oh, verdammt! Ich hasse mein Leben. Okay. Wir haben ja noch nicht weit vom Kontrollpunkt weg gewesen. Deswegen macht das gar nichts. Leck mich, du Glatzkopf. So, dich habe ich schön geownt. Du bist so ein Lappen. Lappenglatzköpfe. Ich frage mich eigentlich immer noch, wie sich's mit einer Kugel im Kopf lebt. Ich meine, der hat es schon zweimal miterlebt und ich nur einmal. Okay, wir laufen wieder nach da oben. Wir laufen hier an der Munition vorbei. Wir nehmen hier ein bisschen Munition mit, aber ich habe immer noch Angst, dass hier genug Gegner rum... Ich denke mal, wir spotten jetzt trotzdem lieber mal zuerst. Also, hier wäre einer. Dann war noch einer hier drüben, wenn ich das richtig gesehen habe. Irgendwo in so einem Fenster. Durch so ein Fenster hat er durchgesperrt. Das weiß ich doch noch ganz genau. Oder war es hier? Und der Typ war da. Aber, oder... Dann legen wir eben den erstmal um. Und zwar souverän, meine Freunde. Das war nicht mehr so schlecht. Ah. Von da irgendwo, ich weiß es gar nicht. Irgendwo da war. Wir laufen jetzt mal... weiter. Ich denke mal, dann schießen die schon auf mich. Hoffe ich einfach mal. Ja. Jetzt hat mich... Da war auch noch einer oben. Aber wo ist der hin? Das weiß ich nicht. Ah, da. Ich wusste doch, dass hier einer drin ist. Aber der wird ziemlich schnell weg sein. Ciao, Mann. Durch die Speiseröhre. Ein sehr schlimmer Tod, kann ich mir vorstellen. Ist er da? Nein. Wo zum Teufel? Where the fuck is this asshole? Das Arschloch da. Von da drüben vom... So ein Arschloch! Unglaublich. Du Lappen! Oh, da fliegt er! Habt ihr es gesehen? Wohoho! Einer ist mindestens noch da. Wusste ich's. Von da drüben? Nein. Doch? Nein? Von da? Keine Ahnung, kann mich mal kreuzweise am Popers lecken, du. Am Popers kannst du mich lecken, du. Oh, au. Au. Aua. Ich dachte, man kann da rüber hüpfen, Mann. Oh, Mann. Ich hasse mein Leben. So ein Fehler, das ist doch blöd. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Da drüben bei dem Limonendings, Zitronensprudeldingens, hockt einer, den ich nicht treffe. Weil der irgendwie zu toll ist dafür. Keine Ahnung. Okay, okay, Leute, ich bin ein Fehler, ich weiß das. Ich kann auch nichts ändern. Ich bin dumm, ich bin scheiße und so weiter und so fort. Hm. Ach ja, mein Leben ist schön. Ich liebe es. Oh Mann. Oh Mann. Also es ist klar, dass ich hier ewig viel Folgen brauchen werde für das Spiel. Weil die Typen mich alle in einer Tour ownen. Das Arschloch da oben, das habe ich eh gefressen hier. Dann bist du gleich geholt mit einem Schuss. Damit ist auch die Folge am Ende, muss ich sagen, leider schon wieder.
mir ja leid, aber ich kann es auch nicht ändern, meine Freunde. Ich sage erstmal tschüss bis zum nächsten Mal und haut rein, ne? Und macht weiter so. Immer schön bouncing Phil gucken und so, ne? Haut rein.